Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz, ganz tolle, ganz süße Box basteln, die auch einiges zu bieten hat, würde ich sagen. Ich zeige euch jetzt mal diese Variante hier. Die ist jetzt gestaltet in Lindgrün, ist das hier das Blatt. Sieht jetzt in der Kamera ein bisschen hell aus. Ich zeige euch mal in Zimt, da sieht man den Kontrast sehr schön. Und diese Box hat natürlich ein paar kleine Feinheiten, diese ganzen Goldakzente überall. Ich hoffe, ihr seht die gut. Und es schimmert so schön und es deutet so ein bisschen den goldenen Herbst an. Und hier nochmal im Pfauengrün die ganze Variante. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und wenn man hier dann anzieht, habe ich so eine kleine Ziehverpackung gemacht. Und da verbirgt sich dann so ein kleiner Riegel. Und es ist diesmal ein bisschen eine andere Ziehverpackung. Ich habe euch da schon mal eine gezeigt, das ist schon eine Weile her. Kann ich euch gerne hier oben mal verlinken. Die habe ich jetzt ein bisschen anders entwickelt, mal mit einem anderen Effekt, dass man hier oben kein Loch macht, sondern dass das Ganze in der Box unten versteckt ist sozusagen. Und ja, hier haben wir nochmal eine Farbvariante in Amethyst. Und wir machen heute nochmal eine andere Farbvariante, dann habt ihr wirklich ganz, ganz viel zur Auswahl. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die Bestellnummern für die Materialprodukte, die ich verwende, die halte ich euch immer ein bisschen ins Bild. Wenn ihr die braucht, könnt ihr einfach Pause machen und ich erkläre euch immer kurz, was ich benutze. Ich nehme heute einfach als Farbe für das Blatt einmal Merlot-Rot, Farbkarton Pergament, Farbkarton Savanne, Farbkarton Espresso und Farbkarton Flüsterweiß. Ups, jetzt hat die Kamera gewackelt. Genau, das sind meine Materialien, die ich verwende. Und die Zuschnitte sage ich euch auch gleich. Einmal habe ich Savanne in dem Maß 14 x 8 cm und dann noch ein kleines Stück in 9,5 x 3,5 cm und ein Stück Espresso in dem Maß 13,4 x 10,2 cm und das falzen wir uns gleich. Dann brauchen wir natürlich noch ein Reststück in so ein Band. Da habe ich jetzt mal das geflochtene Leinenband benutzt. Das muss so lang sein, dass es um euren Riegel rumpasst und noch ein bisschen länger ist. Ich mache das immer so, dass ich mir das einmal außen rum lege. Seht ihr das? Und dann ist am Ende schon noch gut 5 cm, sage ich mal, Platz. Ich kann euch auch das Band mal ausmessen, wenn ihr den gleichen Riegel verpackt wie ich. Dann braucht ihr da ungefähr 35 cm Band. Und dann habe ich schon ein bisschen Deko vorbereitet, aber das machen wir gleich zusammen und erkläre ich euch das natürlich. Falls meine Stimme noch nicht so ganz wach ist, es ist noch sehr, sehr früh am Morgen, wo ich euch das Video aufnehme. Deswegen vielleicht ist sie noch ein bisschen verschlafen. Aber ich bin an sich schon fit und wir können gleich loslegen. Ich schnappe mir jetzt mal meinen Papierschneider. Der hat diese Nummer. Und fange jetzt einfach mal an mit meinem Stück Espresso. Wie gesagt, 13,4. Ich messe nur noch mal schnell nach, nicht, dass ich mich irgendwo verschnitten habe. Mal 10,2 ist der geschnitten. Das passt aber. Und jetzt falzen wir uns den einmal bei 2,1 cm. Und ich mache das immer so, dass ich mir das hier auf der rechten Seite anlege bei 2,1. Und nehme jetzt natürlich die helle Klinge zum Falzen. Dann drehe ich mir das Papier so, dass meine Falzlinie jetzt auf der linken Seite liegt. Und falze mir den nächsten Falz bei 6,2 cm. Bei 8,3 cm. Schiebe mir das hier immer weiter. Und bei 12,4 cm. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Mit vier Falzlinien. Dann schnappe ich mir mein Stück Savanne. Das hat ja das Maß 14 x 8 cm. Und das falze ich jetzt einmal außenrum bei 2 cm. Lege ich jetzt mir immer hier rechts an, weil ich das einfach besser finde, weil man dann hier die längere Anlagefläche hat. Und falze mir das einmal außenrum bei 2 cm. So. Und noch das letzte Mal. Dann haben wir hier außenrum diese Falzung. Dann kann der Papierschneider auch schon wieder weg. Ich schnappe mir meinen Papierfalter und falze mir einfach alle Falzlinien, die ich jetzt gemacht habe, einmal komplett außenrum nach. Und zwar bei beiden Papieren, auch bei dem Espresso-Papier. Und wichtig ist immer eigentlich nur, dass ihr da dann
denkt, dass diese Bergpfalz, also diese kleine Hügelpfalz, die eine ist so ein bisschen nach innen gehen und die andere ist so ein bisschen hügelig und der Hügel muss immer nach innen. So, und schon haben wir diese beiden Stücke und brauchen gleich unsere Schere und schneiden uns das ein bisschen zu. Bei dem Espressopapier liegt jetzt meine ganz dünne kleine Klebelasche hier unten und da schneide ich mir einfach so kleine Kleberänder ab, also dass das hier so ein bisschen abgeschrägt ist, dass das nachher nicht übersteht. Und bei meiner Box, also dieses Savannepapier ist ja meine Box, da schneide ich mir das so ein, zeige ich das gleich genau. Ich schneide mir einmal an dieser Falz hier genau entlang, schräge mir das so ein bisschen ab und schräge mir das hier noch ab. Seht ihr das? Und jetzt machen wir es nochmal. Also hier direkt an der Falzlinie schneide ich mir das ein und dann schneide ich mir da so eine Ecke raus und schräge mir das hier auf der anderen Seite auch noch ein bisschen an. Und das machen wir jetzt hier auch nochmal schnell. So, okay, zucki sind wir da schon durch und haben eigentlich schon unsere Grundform von unserer Box zugeschnitten. Wenn ihr jetzt möchtet, dann könntet ihr theoretisch hier auch noch ein bisschen bestempeln oder so, dass der Hintergrund noch ein bisschen bestempelt ist. Aber dadurch finde ich, dass wir hier so viel Goldakzente und Deko haben, habe ich jetzt gedacht, ich lasse das jetzt so ein bisschen schlichter. Aber man könnte das machen als kleine weitere Idee. Und dann kleben wir uns die Box zusammen und ich schnappe mir jetzt einfach ein bisschen Kleber und klebe mir meine Öhrchen, mache meine Öhrchen noch voller Kleber sozusagen. Ich nehme jetzt da den Flüssigkleber. Könnt aber auch zum Beispiel den Flink und Fest Plus nehmen oder ein Abreißklebeband. Hier habe ich schon ein bisschen Kleber drauf, nicht wundern. Da habe ich gerade mit dem Flink und Fest Plus angefangen. Aber ich wollte eigentlich Flüssigkleber verwenden. Und dann klappe ich mir das hier so ein und klebe mir meine Box so zusammen. Versucht hier nicht ganz, ganz eng zu arbeiten, sondern lasst da noch so einen leichten, feinen Bogen stehen, dass das so schön abgerundet ist, damit es danach nicht zu eng ist. Also die Box ist genau auf diese Verpackung abgemessen und die passt da wirklich super rein. Aber es ist halt sehr, ja, es ist schon sehr, nicht sehr platzreich außenrum. Genau, und dann schnappe ich mir einfach die Cropper-Dye. Das ist eine Nietenstanze eigentlich. Ich verlinke euch die unten mal in der Infobox. Aber ihr habt hier auch zwei Locher dabei. Einmal ein bisschen größeren und einmal ein bisschen kleineren. Und die verwende ich ehrlich gesagt ganz oft, weil da kommt man immer relativ weit rein in die Projekte. Ihr seht gleich, was ich meine. Also ich stanze mir ja jetzt hier ein Loch rein, seht ihr? Und wenn ich das mit einer Handstanze machen wollen würde, jetzt zum Beispiel mit der, die hat ja auch so eine Lochstanzung, da komme ich da einfach nicht so weit rein. Ich zeige euch das mal. Seht ihr, da bin ich da immer, ich komme nicht weiter, weil ich ja hier noch eine gewisse Größe habe. Und es ist eben bei dieser Cropper Dye total praktisch, finde ich, dass man da einfach weiter innen reinkommt. Und jetzt stanze ich mir da einfach auf eine Seite hier mein Loch. Ups. Und dann, man sieht es jetzt von innen auch ganz gut, ich gehe da auch ein bisschen so über diese Laschen drüber. Und so sieht jetzt meine Box aus. Und da können wir uns jetzt gleich unseren Riegel reinpacken. Und das Einzige, was ich mit dem gemacht habe, ich habe dem diese Laschen hier ein bisschen mit Tesa angeklebt, dass das jetzt nicht so im Weg ist, sage ich mal. Und dann fädle ich mir einfach mein Band hier unten einmal ein. Lege da meinen Riegel drauf. Wie gesagt, diese Öhrchen, die klappe ich mir noch ein bisschen ein. Und dann passt er da super rein. Ziehe mir das Band hier oben drüber und fädel das jetzt nochmal hier durch das Löchlein durch. Und dann kann ich mir da schon den Knoten reinmachen. Vorher ziehe ich nur die zwei Bänder hier gleich lang. Das finde ich immer ganz schön. Und mache mir hier einfach einen Knoten rein. So hebt das Ganze super. Und man kann das locker wieder aufmachen, um dann den Riegel zu befreien. Hier schneide ich mir das noch ein bisschen ab, das ist so ein bisschen ausgefranst. Das ist natürlich auch das Tolle an dem Band, dass man das noch ein bisschen so ausfransen kann. Ich wollte es jetzt aber eher glatt lassen. Genau, und dann seht ihr schon, die Grundbox sieht schon ganz süß aus, finde ich. Und die will jetzt gleich verpackt werden. Und da schnappe ich mir jetzt
das espressofarbene Papier und mache mir einfach hier unten auf meine Klebelasche ein Stück Abreißklebeband drauf und klebe mir gleich die Box zusammen. Wenn ihr manchmal hier so kleine Abrisse vom Papier, von diesem Abreißklebeband habt, vom Kleber an sich, könnt ihr euch die einfach so ein bisschen reinmachen, dass die dann nirgendwo rausschauen und das sieht man dann nicht mehr. Das passt perfekt. Und wenn jetzt ganz perfekt gefalzt ist, dann kann man sich das flach hinlegen. Ich mache es immer so, damit es jetzt nicht zu fest ist, mache ich es mir in der Mitte, lege ich es mir so ein bisschen aufeinander. Seht ihr das? Dass hier oben und unten das passt. Und dann klebe ich mir das so zusammen, dass es nicht zu eng ist. Also auch hier nicht ganz, ganz eng das zusammenkleben, weil es wirklich gut bemessen ist. Und dann muss das hier super gut reinpassen, tut's auch. Und sieht schon jetzt ganz süß aus, finde ich. Sieht jetzt schon aus wie so ein leckerer Schokoriegel. Okay, und jetzt ja, geht's schon an die Deko. Also die Box, wie ihr seht, die ist eigentlich schnell gemacht. Und für die Deko schnappe ich mir jetzt als erstes mal meine Stanzmaschine. Die hole ich mir mal eben ins Bild. Und für die Deko benutze ich jetzt einmal das Stempelset Wunderbare Blätter. Da habe ich dieses Vielen Dank rausgenommen. Ich finde die Schrift ist total schön und auch die Sprüche sind toll. Jedes Blatt kann sich wenden, das finde ich zum Beispiel super schön. Und die passenden Stanzformen, die es dazu gibt. Und da habe ich mir schon einige ausgestanzt. Und zwar habe ich einmal aus Flüsterweiß dieses kleine hier ausgestanzt. Aus Pergament dieses, ich würde sagen, das ist ein Buchenblatt, glaube ich. Und wir machen jetzt eben noch dieses wunderschöne Kastanienblatt. Und ihr seht, wir haben einmal außenrum diese Prägung und einmal innen drinnen. Und das finde ich ist mega, mega schön. Und das können wir einfach so zusammen schon mal durchstanzen. Ich mache es ja jetzt, wie gesagt, in Merlot-Rot. Dann habt ihr noch eine Farbvariante. Und kurbel mir das einfach einmal durch. Ach ja, meine Auflage, die zeige ich euch auch gleich. Ich mache jetzt einmal vor und zurück. Einmal würde aber reichen, aber bei mir ist es zu eng. Und dann habe ich hier so eine richtig wunderschöne Stanzform. Seht ihr das? Und die können wir uns gleich ein bisschen so aufbiegen, so in der Mitte. Haben wir ja diese Einkerbungen und da tut man sich ganz leicht, dass man das so ein bisschen biegt und so ein bisschen in Form bringt. Dann haben wir ein wunderschönes Papierblatt. Blatt. Genau. Also da seht ihr nochmal diese Einkerbungen. Und meine Auflagefläche war jetzt einmal die dicke Grundplatte, einmal die dünne Grundplatte. Also die Nummern sind 1, 2 und dann habe ich die magnetische Platte drauf, die hat die Nummer 5. Und genau, so habe ich mir das durchgekoppelt und jetzt machen wir es so, ich nehme mir einmal die dicke Grundplatte. Und wo sind meine Matten? Und dann brauche ich noch die Nummer 4, das ist diese Spezialplatte für 3D-Prägeformen, weil ich präge mir jetzt noch mein savannefarbenes Papier und da benutze ich die 3D-Prägeform Hammerschlag. Das lege ich mir einfach hier so ein und dann wird das Ganze geprägt und da macht man eben einfach nur diese dicke Grundplatte, die Form dazwischen und noch diese Spezialplatte und dann kuppelt man es auch einmal durch. Ups. Ganz schön heute bei mir. Und nur wichtig, dass ihr immer diesen Bereich als erstes da rein jagt. Genau. Und dann hat man hier so ein wunderschönes Papier. Das sieht so schön aus. Und dann nehmt ihr einfach die Seite, die euch besser gefällt, nach oben. Ich nehme jetzt mal diese andere Seite. Das finde ich ganz cool bei dieser Prägeform. Und habe jetzt eigentlich schon alle Teile, die nur noch ein bisschen dekodiert werden wollen. Und dann ist die Box schon zusammenbaubereit. So, und was ich jetzt hier mache, also ich habe mir einmal ganz normal meinen Vielen Dank Stempel aufgestempelt auf Espressopapier und habe das schon mal mit Gold embossed. Das habe ich jetzt schon mal hergerichtet und auch zwei der Blätter, einmal das Pergamentpapier und einmal das Weiße, habe ich schon gestaltet. Und wir machen das Ganze jetzt noch mit dem Kastanienblatt und mit unserer Grunddeko, weil die ist natürlich auch so leicht umrandet. Dazu nehme ich mir einfach meinen Versamark. Und ich nehme jetzt Embossing-Prägepulver in Gold und gehe mir einmal mit meinem Papier auf der Seite, wo ich das Gold haben möchte, einfach nur hier am Rand, tupse ich mir das so ein bisschen an. Seht ihr das? Ich gehe da nur ein bisschen rein. Durch die Prägung wird es eh nicht überall angenommen und habe dann hier so einen ganz, ganz kleinen Rand außenrum.
Das ist das eine. Und das andere mit dem, also mit dem Blatt mache ich so, dass ich hier wirklich nur so die Spitzen eintauche. Seht ihr das? Nur die Spitzen von meinem Blatt gehe ich hier rein. Wenn ihr mal eine Stelle habt, das zeige ich euch gleich, wenn mir das ein bisschen mit Prägepulver, wenn wir das drauf machen. Also erstmal mache ich hier das Prägepulver drauf. Ihr könnt auch einfach so reingehen, das wieder abklopfen. Also hier ist es nicht, da muss man nicht ordentlich arbeiten. Wenn da irgendwo ein bisschen Goldsprenkel sind, dann macht das natürlich nichts. Aber so sieht es schon ganz cool aus. Das wird richtig schön. Und mein Papier, also mein Blatt, mein Gott. Wie gesagt, ist noch früh, gell? Mein Blatt nehme ich jetzt hier und schütt mir da ein bisschen Pulver drüber. Klopft mir das in der Mitte noch so frei. Und da sieht man jetzt manchmal so ein bisschen harte Kanten, würde ich sagen. Oder wo mir vielleicht zu viel von dem Gold hingekommen ist. Und dann nehme ich mir einfach einen Pinsel und mache mir das so ein bisschen. Entweder nehme ich mir ein bisschen Pulver weg noch oder mache da so ein bisschen weniger harte Kanten, dass es nicht so eckig aussieht, sondern einfach natürlicher. Und pinsel mir einfach dieses Goldpulver wieder weg. Und dann habe ich diesen Effekt, dass das Papier, das Blatt einfach wunderschön aussieht, weil das nicht mehr so kantig ist, sondern es sieht einfach irgendwie natürlicher aus und hat so diesen tollen Goldakzent, Goldsprenkel. Und dann schnappe ich mir einfach mein Erhitzungsgerät und embosse mir das Ganze, also präge mir das heiß. Und hier noch als kleinen Tipp. Nehmt euch gerne eine Pinzette zur Hand, weil es wird nämlich ganz schön heiß an den Pfoten. Nehmt euch da gerne eine längere Pinzette. Meine ist ja ganz normal, so eine kurze Pinzette. Aber wenn ihr eine längere habt, dann ist das besser für eure Däumchen. Okay, und jetzt können wir schon ans Zusammenbauen gehen. Jetzt haben wir alle Teile, die wir brauchen. Und ihr seht noch mal ganz kurz, zeige ich es euch nur mal von nah, weil das einfach so schön ist mit diesen angeglitzerten Ecken. Und auch hier, es sieht einfach total schön aus, finde ich. Wie so ein bisschen in Gold getaucht. So schön. Genau, und jetzt haben wir alle Teile. Wie gesagt, ihr stanzt euch dann noch in Flüsterweiß und in Pergament aus. Und dann mache ich jetzt hier auf die Rückseite von meinem weißen Blatt einfach zwei Mini-Dimensionals, dass es noch so ein bisschen haben ist. Auch hier diese Blätter, die habe ich mir alle ein bisschen gebogen, dass die so ein bisschen Form haben. Und das setze ich mir jetzt hier mal so auf mein großes Kastanienblatt auf, dass so die Stiele so ein bisschen zusammen sind. Und dann fangen wir eigentlich an mit diesem Blatt, dass wir uns das erstmal aufkleben. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Flüssigkleber. Ja, auf die Oberseite muss das, gell? Nicht, dass wir es uns unten hinkleben. Und dann lasse ich das hier so unten ein bisschen herausstehen. Dann klebe mir das mal an. Das braucht jetzt einen kleinen Moment, bis das ein bisschen angezogen ist, weil das Pergamentpapier ist und Flüssigkleber. So, man kann es noch ein bisschen weiter rausschauen lassen. Und dann nehme ich mein geprägtes Papier und das setze ich mir einfach auf die Rückseite Dimensionals auf. Und damit es überall an jeder Stelle schön erhaben ist und nicht durchhängt, mache ich mir in der Mitte auch nochmal zwei drauf. So, da muss nur hinten diese Schutzfolie ab. Und dann können wir uns das dann hier schon auf unsere Box draufkleben. Mit einem kleinen Rahmen außenrum. Genau. Mein vielen Dank, das klebe ich auch gleich mit Flüssigkleber auf. Einfach so ein bisschen und klebe mir das hier unten auf diese rechte Seite noch mit auf. So. Und dann können wir auch schon unser tolles Blatt aufkleben. Das wiege ich mir noch so ein bisschen. Und das klebe ich mir auch eigentlich ganz flach mit Flüssigkleber noch ein bisschen dahin. So. Auch super schön mit dem Merlot-Rot, finde ich. Auch eine ganz tolle Variante. Und dann brauchen wir nochmal unser Band, hoppala, das habe ich schon aufgeräumt, unser Leinenband. Und wir brauchen noch ein Schleifchen. Genau, das mache ich mir jetzt einfach hier so in der Luft.
Und schneidet euch, wenn ihr nicht so gerne Schleifen bindet, schneidet euch immer das Band ein bisschen länger zu, als man es normalerweise braucht, weil dann tut man sich einfach viel, viel leichter mit dem Binden. Genau, die Schleife wird jetzt so mittelgroß, würde ich sagen. Kürze mir das hier nochmal so ein. Ein bisschen schräg. Genau, und das mache ich jetzt einfach so, dass ich mir das hier hinten auf einen Klebepunkt klebe, den ich vorher so ein bisschen zusammenrolle. Seht ihr das? Einfach einmal umklappen und dann hier unten auf den Knoten kleben. Dann hebt es super und man sieht den Klebepunkt nachher auch gar nicht mehr. Und schon haben wir eine ganz süße Verpackung, die jetzt nur noch ein paar Glitzersteine kriegt. Dann nehme ich die Champagnersteine. Die finde ich passend von der Farbe da einfach total toll dazu. Schnapp mir wieder meine Pinzette und baue mir da noch ein paar Glitzis auf. Ich habe jetzt einmal so einen größeren und einen kleineren hier auf dieses Blatt gemacht. Einen hier unten hingebaut und noch einen kleinen hier auf dieses Pergamentpapierblatt. Und das finde ich einfach eine richtig, richtig schöne Box, eine richtig schöne Verpackung. Ich zeige euch jetzt auch noch mal gerne die anderen Farbvarianten. Also das ist auch wieder eine meiner Farbfavoriten. Dieses Merlot-Rot finde ich super schön. Und ich finde auch dieses Zimt, also das Zimt und das braungrüne Version, also die finde ich mega, mega schön. Und da passt jetzt das natürlich von der Farbspielung total gut dazu. Und natürlich auch das Lindgrüne passt da perfekt. Das sieht man nur jetzt in der Kamera, weiß ich nicht, wie es rauskommt dann am Ende, aber im Moment sieht es noch sehr hell aus. Aber es hat schon diesen leicht grünlichen Touch, das finde ich schön. Und hier, das ist ein bisschen knalliger mit diesem Amethyst, aber das ist natürlich auch sehr schön. Man kann auch mal ein bisschen rausgehen aus dem Farbspektrum, seht ihr ja an dem beiden. Das muss nicht ganz natürlich sein. Was ich mir noch super vorstellen könnte als Farbe, wäre zum Beispiel Gartengrün oder Waldmoos. Das wären bestimmt auch ganz tolle Blätter. Ja, ihr Lieben. Also, ich finde, das ist eine total schöne Box. Jetzt muss ich es einmal aufmachen natürlich noch. Es funktioniert also gut. Und man hat hier diesen super, super leckeren Riegel. Und also ich finde, die ist echt toll geworden, oder? Was sagt ihr? Mit diesen Goldakzenten und so. Also das ist schon richtig schön herbstlich, aber so richtig schön ist. Ja, es erinnert so richtig schön an einen richtig schönen goldenen Herbst. Ganz nach dem Motto sozusagen. Genau. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat und mein Video, dann gebt ihr mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich glaube, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Videoplan schauen. Ich glaube, jetzt geht meine Weihnachtsserie los. Ja, und zwar ab 6. November geht jetzt dann meine Weihnachtsserie los. Und da werdet ihr richtig coole Ideen sehen. Das muss ich euch jetzt schon mal ankündigen, weil, also, ja, da gibt es ganz tolle Ideen auf jeden Fall. Und ich freue mich da total auf euch und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.